Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch das RVO beginnen und ihr seht hier schon jede Menge Zeug. Wir brauchen einen Zettel, einen Stift, einen Taschenrechner, das Maßband, unsere Wolle und unsere Stricknadeln, mit denen wir stricken wollen. Ich habe jetzt bei mir hier die 4,5er Stricknadel und eine Alise-Wolle. Und auch den Kopfumfang habe ich schon gemessen, einfach weil das Kind jetzt gerade nicht da ist, dass ich euch den Kopfumfang vorführen kann, weil das hier wird ein Pullover für Pippi. So, also Pippi hat einen Kopfumfang von 48 cm. Den Kopfumfang messt ihr so, jetzt kommen wieder meine Malkünste, Moment. So, das ist unser Kopf, hier kommt die Nase. So, gell, das ist unser Kopf. Dann legt ihr das Maßband hier an den Kopf an. Einfach wirklich gerade rüber gehen und einmal drumherum messen. Und dieses Maß notiert ihr euch. In meinem Fall 48 cm. So, von den 48 cm ziehen wir uns 2 bis 3 cm ab. So, ich ziehe jetzt in meinem Fall 3 cm ab. Da passt man immer noch wunderbar dann mit dem Kopf durch die Öffnung. Oh, aber der Kragen hängt nicht so tief rein. Gerade bei einem Kinderpullover nehme ich gerne ein bisschen weniger, deswegen 3 cm. Und bei einem Erwachsenenpullover machen wir einfach 2 cm weniger, weil da kann es auch mal etwas tiefer hängen. So, das heißt, wir haben 45 cm für den Kinderpullover und bei dem Erwachsenenpullover wären es dann 46 cm. So, das ist das erste Maß, was wir uns notieren. Den Kopfumfang und abzüglich 3 cm oder bei dem Erwachsenen minus 2 cm. Jetzt schnappen wir uns unsere Wolle und unsere Stricknadel. So, und weil ich wirklich ungern auszähle, ich denke mal, wenn ihr jetzt schon andere RVO-Anleitungen gesehen habt, zählen die Maschen aus und so, und das, ich mache das so ungern. Also schlagen wir jetzt einfach 20 Maschen an. Ich mache das im klassischen Kreuzanschlag. Dafür nehme ich meinen Faden, gehe mit dem über Daumen und Zeigefinger, nehme das lose Ende in die Hand, habe vorher natürlich gut Wolle abgenommen und den Arbeitsfaden, der geht auch in die Hand. Ich spreize Zeigefinger und Daumen. Wir gehen mit der Nadel zwischen Daumen und Faden rein, heben an, holen uns den Faden, der hier drüben gespannt ist, drücken den nach unten weg, lösen den Daumen und haben Masche Nummer 1. Wieder zwischen Daumen und Faden rein, Faden anheben. Wir machen eine Halbdrehung und holen uns den Faden von hier drüben und gehen mit dem durch die Öffnung beim Daumen, Masche Nummer 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und die 20. So, damit haben wir unsere 20 Maschen aufgenommen. Wir gehen in Strickstellung. Und wir stricken jetzt die erste Reihe einfach alles rechts runter.
Also vom Seil Richtung Nadelspitze. Durch die Masche durch, Faden holen, zurück und von der Nadel gleiten lassen. Die nächste Masche auch. Und so stricken wir die jetzt einfach einmal alles rechts ab. Wir wechseln. Der Faden geht jetzt vor die Nadel. Wir heben die erste Masche ab. Masche abheben. Wir gehen einfach von der Nadelspitze Richtung Seil durch die Masche durch und ziehen sie runter. Und jetzt einfach alles links. Links, wir haben den Faden vor der Nadel, gehen von der Spitze Richtung Seil durch unsere Masche durch und holen uns den Faden. Wechseln. Wieder alles rechts. So weit sind wir jetzt schon. So, jetzt kommt wieder einmal alles links. Das heißt, Faden vor die Nadel, einmal abheben und jetzt jede Masche links stricken. Ja, und das wiederholen wir jetzt noch drei Hände voll. Das heißt, danach die Reihe wieder alles rechts, dann nochmal alles links, so dass wir jetzt links noch dreimal gemacht haben. Das hier zählt jetzt nicht mit, dazu dann noch drei linke. So, die Reihe mache ich noch schnell mit euch zu Ende. So, die nächste Hand wird dann alles rechts gestrickt, dann die erste, die wir zählen, einmal links, dann wieder alles rechts, dann die zweite, die wir zählen, alles links, dann einmal rechts und dann die dritte, die wir zählen, alles links. Und wenn wir soweit sind, sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, ich habe jetzt meine Maschenprobe auf Höhe. Ihr könnt sie selbstverständlich auch noch höher machen. Das ist ganz so, wie ihr es am liebsten habt. Also wenn ihr mit so einem Stückchen nicht richtig klarkommt, dann macht sie noch ein bisschen höher. So, wer seine Wolle kennt und weiß, dass sie sich nicht groß verzieht, kann jetzt gleich weitermachen. Wer seine Wolle noch nicht kennt, bitte einmal abkettlen und waschen. Das Waschen ist ganz wichtig, weil manche Wollen dehnen sich sehr stark aus oder die Maschen werden breiter oder.
Also wer sie kennt, kann gleich weiter mitmachen. Wer sie nicht kennt, einmal abkätteln und waschen. Das Abkätteln zeige ich euch auch mal schnell. Wir stricken eine Masche rechts, stricken die nächste Masche rechts und heben die hintere Masche. Wenn ich reinkomme, so jetzt über die vordere Masche drüber. Die nächste Masche rechts, wir haben wieder zwei Maschen auf der Nadel und die hintere über die vordere drüber heben. Dieses Abkätteln mache ich gerne bei den RVOs, weil das gibt einfach dem ganzen Pulli dann noch ein bisschen Stand und noch ein bisschen Festigkeit. Und ihr kettelt am besten dann schon so ab. Hier habt ihr dann den wunderbaren Faust. Und dann wird das Ganze gewaschen. Aber wie gesagt, wenn ihr eure Wolle nicht kennt, wenn ihr eure Wolle kennt und wisst, okay, gut, die verzieht sich nicht. Wie ich habe jetzt hier eine zum Beispiel, die ist sehr formstabil, da verzieht sich nichts. Schnappen wir uns unser Maßband, legen das an und wir messen einmal die Länge. So, ich habe jetzt hier bei mir zum Beispiel 12 cm auf das Stück. 20 Maschen sind bei mir 12 cm. Jetzt kommt unser Block wieder zum Einsatz. Wir schreiben uns das auf. 20 Maschen gleich 12 cm. Bei euch steht natürlich dann hier eine andere Zentimeteranzahl da, wenn ihr eine andere Wolle habt oder wenn ihr stärker strickt etc. pp. Ihr schreibt eure Zentimeterzahl auf. So, also gegeben sind jetzt unsere 45 cm vom Hals oder bei Erwachsenen minus 2, das sind 46. Dann sind gegeben 20 Maschen gleich 12 cm. Wir suchen x Maschen. Oder, damit der Mathelehrer unter euch nicht mit mir schimpft, 45 cm gleich x, 12 cm gleich 20 Maschen. Wir suchen Maschen. So, jeder Mathelehrer schaut sich bitte die Formel an. Alle anderen, die das nicht so genau nehmen, können sich auch diese anschauen. Im Prinzip sind beide dieselben. Wir rechnen x. X ist gleich 45 cm mal 20 Maschen durch 12 cm ist gleich 45 mal 20 durch 12, 75 Maschen. Wir runden, weil 75 lässt sich ganz blöd aufteilen. Wir holen uns noch eine Masche dazu und machen 76. Alte Rundungsregel, ab 5 wird aufgerundet, unter 5 wird abgerundet oder so gelassen. Also wenn ihr hier eine 4 habt, das lässt sich gut aufteilen. Die 2, habt ihr hier eine 3, müsst ihr runden. So, ich lege das mal so hin, da könnt ihr nämlich hier weiterschauen. So, das heißt, wir haben 76 Maschen. Jetzt malen wir uns mal unseren Pulli auf. Wer das jetzt schon ein paar Mal gemacht hat, braucht die Zeichnung nicht mehr, aber zum Erklären ist es jetzt einfach schöner. So, wir überlegen uns jetzt, wie groß soll unsere Raglanlinie sein. Ich möchte 2. 2 Maschen sollen meine Raglanlinie sein. 2, 4, 6, 8. Also insgesamt 8 Maschen. Wenn ihr hier nur eine Linie wollt, habt ihr hier eine 4 stehen, wollt ihr hier jedes Mal eine 3,
habt ihr 3, 6, 9, 12 stehen. Ich habe jetzt eine 8. So, wir nehmen jetzt die 76 minus unsere 8 Raglanlinie. Macht 68. So, die 68 Maschen haben wir jetzt, um einmal hier drum rum zu kommen. Die teilen wir durch 3, weil der Rücken, Vorderteil und die zwei Ärmel. Zwei Ärmel sind immer die Hälfte von einem Rücken. Also beide Ärmel zusammen sind ein Rücken oder ein Vorderteil. Deswegen nicht durch 4, sondern durch 3, weil 1, 2, 3. Das wird gerechnet als ein Ganzes, das wird gerechnet als ein Ganzes, das wird als 0,5 und das wird als 0,5 gerechnet. Deswegen ein Ganzes, ein Halbes plus noch ein Halbes, ergibt wieder ein Ganzes, deswegen durch 3. So, 68 durch 3 macht 22,67. Lässt sich wieder blöd aufteilen. Wir nehmen wieder die alte Rundungsregel. Ab 5 wird aufgerundet, also 23. So, ich male es jetzt hier nochmal auf, damit wir es sauberer sehen. So, hier wollte ich 2 Maschen. Jetzt haben wir hier 23 und hier 23, weil wir haben ja jetzt das durch 3 genommen. Das heißt, wir haben jetzt Teil 1 hat jetzt 23 Maschen, der Teil hat jetzt 23 Maschen und die zwei müssen wir noch rauskriegen, indem wir jetzt die 23 durch 2 rechnen. Das macht 11,5. Das schreiben wir uns jetzt erstmal so hin. So, hier wird diesmal nicht gerundet. Also die 11,5 wird diesmal nicht aufgerundet. Wir behalten die 11, die 5 streichen wir. So, wenn wir jetzt hier 23 plus 23 rechnen, plus die 11 für den einen Ärmel, plus die 11 für den anderen Ärmel, plus unsere 8 Raglanlinie, da seht ihr ganz genau, es geht auf, es sind 76 Maschen. Deswegen habe ich die 5 jetzt einfach gestrichen, weil es sind 76 Maschen. Und obendrein haben wir ja hier schon gerundet. Und dadurch, dass wir hier ja schon gerundet haben, konnte ich hier die Rundung einfach wegstreichen. Wenn das jetzt hier aufgehen würde, dann sähe das wieder ganz anders aus. Aber zu 90% geht das nicht auf und wir müssen hier immer runden. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, dann addiert einfach die Zahl plus die Zahl plus die Zahlen minus das. Also sprich 23 plus 23 plus 8 kommt ihr auf 54. Und die 54, also 76 minus die 54, so macht das euch auch einfacher. Habt ihr 22, die 22 durch 2 und dann habt ihr auch euer Ärmelchen mit den 11. Also wenn ihr euch hier wegen dem Runden nicht sicher seid, wo ihr was streichen sollt, addiert das, das plus die Raglanlinien minus die Maschen, die wir zu verteilen haben und dann habt ihr das ganz schnell raus. So, ich nehme dann immer noch, ich mache dann hier keine 11 Maschen rein, sondern ich nehme immer noch was weg von den Ärmeln. Und zwar nehme ich von den Ärmeln immer 4 Maschen weg und addiere einmal zum Vorderteil und hier einmal 4 Maschen weg und einmal zum Rücken. Das heißt, wir haben dann hier nicht 23, sondern 27 Maschen. Hier haben wir dann 7,
hier dann auch 27 und hier dann 7. Also ist unsere Aufteilung 23 Maschen für den Rücken, 2 Maschen für die Raglanlinie, 7 Maschen für ein Ärmel, 2 Maschen die nächste Raglanlinie, 27 fürs Vorderteil, Raglanlinie, 7 Maschen der Ärmel und 2 Maschen die letzte Raglanlinie. Also, wenn ihr hier gerundet habt an dieser Stelle, hier bitte nicht mehr runden. Oder wer sich da unsicher ist, addiert das, das plus die Raglanlinien zusammen, hier, und hat dann die 54. Dann nehmen wir die 76 minus die 54. Da 67 minus die 54 macht 22 und das durch 2 Ärmelchen macht dann pro Ärmelchen 11. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht total durcheinander gebracht, aber so rechne ich das bei mir durch und ich finde es eigentlich relativ einfach, wenn man es einmal verstanden hat. So, wir gehen das noch mal ganz kurz langsam durch. Also, 45 ist mein Hals. Dann haben wir unsere Maschenprobe gemacht und wir wissen 12. Zentimeter ist unsere Maschenprobe lang, entspricht 20 Maschen. Wir suchen x Maschen. So, jetzt nehmen wir einen Dreisatz. 45 mal 20 durch 12, das mal das durch das. Dreisatz wird immer im Kreuz gerechnet. So, 45 mal 20 durch 12 ergibt 75. So, hier runden wir schon das erste Mal, wenn es nicht ganz aufgeht, auf 76. Wenn es ganz aufgeht, runden wir selbstverständlich nicht. So, das heißt, wir haben 76 Maschen. Damit haben wir dieses Blatt schon wiederholt. Und jetzt gehen wir auf dieses Blatt. So, 76 Maschen haben wir. Wir malen uns unseren kleinen Raglan auf. Unsere Linien. Wir wollen wieder 2. Das macht insgesamt 8, die wir haben. So, wir rechnen 76 minus 8 macht 68. Die 68 durch 3 macht 22,666667. 68 durch 3 gleich 22,6667. Wir runden wieder auf 23, lässt sich einfach schöner rechnen. So, jetzt nehmen wir mal den einfachen Weg. Die 23 haben wir jetzt wie hier oben ausgerechnet. Deswegen durch 3, 1, 2 und die beiden ergibt ein Ganzes. 3, also 23 hier, 23 da. Jetzt fehlen uns noch die Ärmelchen. 23 plus 23 plus 8. 23 plus 23 plus 8 ergibt 54. 76 Maschen haben wir aber insgesamt. Also 76 minus die 54 ergibt 22 Maschen, die noch übrig bleiben, die wir jetzt noch loswerden müssen. Und weil wir ja jetzt noch die Ärmelchen haben, nehmen wir die 22 durch 2
und haben dann pro Ärmelchen 11 Maschen. So, und damit die Ärmelchen nicht zu weit werden, nehme ich von den Ärmelchen 4 Maschen weg und addiere sie hier dazu. Und hier bei dem Ärmelchen 4 Maschen weg und addiere sie hier dazu. So komme ich dann hier auf 27, hier auch, hier auf 7 und hier auf 7. Und das ergibt dann 27, dann die Raglanlinie, dann die 7 Raglanlinie, 27 Raglanlinie, 7 Raglanlinie. Und das ist dann auch gleich unsere Aufteilung. So, meine Lieben, ich würde sagen, das war für heute definitiv genug Input. Ihr schaut mal, dass ihr die Rechnung nachvollzieht. Wenn ihr da Probleme habt, schreibt es mich bitte an, schreibt mir in die Kommentare oder so. Wir gehen die Rechnung durch, so dass ihr es wirklich versteht, weil so schwer ist es nicht. Wenn der Knoten einmal geplatzt ist, ist das ganz, ganz einfach. Ihr seht ja, es passt im Prinzip auf einen Zettel. Wir messen den Hals, machen unsere Maschenprobe, also wir messen unseren Kopfumfang, ziehen bei Kindern 3 cm ab, bei Erwachsenen 2 cm, machen unsere Maschenprobe, nehmen unseren Dreisatz, eventuell müssen wir runden, das kommt immer drauf an, was bei euch dann rauskommt. Und dann geht es hier an die Verteilung. So, euch wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Nachrechnen. Wenn es Probleme gibt, bitte sofort in die Kommentare schreiben. Ich schaue, dass ich euch da ganz schnell antworte und dass wir das zusammen durchgehen. So, meine Lieben, das war jetzt der erste Teil. Und im nächsten Teil fangen wir dann mal endlich mit unserem Pulli an, weil ich denke mal, ihr wollt auch so langsam aber sicher an die Nadeln. Ich auch. Also dann einen wunderschönen Abend. Ich mache einen Winkel in die Runde. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir uns dann nur noch mit diesem Zettelchen amüsieren. Den Rest brauchen wir dann nicht mehr. Wir brauchen dann nur noch das hier. So, ich sage jetzt Tschüss, entlasse euch in den Abend und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.